Eisexplosion. Hm. Okay. Okay, damit mache ich hier eine Tür auf und zu. Gucken wir mal, was da drin ist. Ich dachte ja schon gerade, hier ist nichts drin, aber hier sind Plattenhosen. Die für ihn gut sind. Ausweichen und Rüstung und Expertise. Wo war Expertise nochmal? Ach, Expertise. Verringert Chance abgewehrt zu werden. Das ist immer gut. Bleibt sie offen? Scheinbar nicht. Zum Glück ist das Teil kein Dungeon Master, wo man in der Tür stucken bleibt. Ich hasse Jumpscares. Ich hasse sie. Da drüben laufen zwei rum. Und Baba-Anführer ist da auch noch. Ah, der scheint mit in der Gruppe zu sein. Okay. Okay, sie haben mich gesehen. Gut zu wissen. So, die nächste Kompanie, die was auf die Nase will. Ja, doch, machen wir es so. Das ist ein Barbar-Sklavenhändler. Okay, der muss als nächstes dran glauben.
Danke, dass du den Damage endlich mal von ihr weggezogen hast. Einmal die ganze Gruppe am besten. Ach, kanalisierende Zeit, okay. Der Reif bringt nicht viel. Da geht's einen Weg. Da gibt's einen Weg. Da gibt's zwei Wege. Da haben wir bereits rausgenommen und da gibt's nichts mehr. Okay, das ist auch eine Abspaltung. Okay. Der Raum sieht aber recht cool aus. Ah, hier komme ich raus, ja. Da der Raum so viele Abzweigungen hat, will ich doch erstmal gucken, was hier ist. Außer vielleicht noch einem Herzinfarkt. Noch mehr Höllenbestien in einem abgeschlossenen Raum. Okay. Sie sind schon angepisst auf mich. Also ich muss ja sagen, jetzt so gefährlich finde ich die nicht, die Viecher. Vor allem, es können nur so groß wie sie sind, maximal zwei sein. Ein Kampfmesser, das keine Sau braucht. Das ist wieder so ein Teil. Das nichts bringt. Hier ist nichts. Hier sind nur zwei Flaschen. Ein Übungsgladius des Gesellen. Das ist... Das sieht so ähnlich aus wie die Startschwerter. Ich behalte das mal. Okay. Oh. Euch hätte ich jetzt fast übersehen. Der erste von euch ist tot, gut. Ah, ihr wollt meinem Heilerin auf die Nerven gehen. Gepanzerte Barbaren, okay, ihr seht schon ein bisschen heftiger aus. Für euch hole ich dann aber verbrauche ich dann auch lieber gerne etwas mehr Mana. Ja.
So. Gut, du kriegst was zu essen. Du kriegst was zu trinken. Oh ja, für Selastra, die ist das eine bessere Version ihres einen Rings. Das ist jetzt der Adlerring. Genau, der da. Das ist ein Stufe 2 Ring nur gewesen, ja. Okay, das führt mich auch wieder hier raus. Gut. Also da kamen wir her. Ich dachte schon, das wäre die Karte, aber das ist ein... Noch ein Übungsgladius, okay. Der Haken ist nur ein Haken. Ich meine, hier in eben... Hier war eh noch was in Ebene 1. Aber hier in Ebene 1, wo ist das Startgebiet? Da war das Startgebiet. Hier war der Waffenraum, wo die Übungsschwerter drin hingen. Auf den spiele ich gerade ab. So, hier kommen wir her. Da geht's runter. Oh je. Okay, der ist auf jeden Fall genommen. Jetzt muss ich gerade nur gucken, welcher von den beiden trägt den zweihändigen Stab? Er hier. Ja, die Wand kann ich nicht abklopfen. Hm? Ist hier noch irgendwo oben ein Knopf? Nee. Hier ist aber noch das hier. Ja, komm. Aufmerksamkeit, Willenskraft. Kritische Chance ist ein bisschen wichtiger als das bisschen Stärke. Und ja, ich schmeiß nachher gleich, wenn wir wieder hier draußen sind. Hier an der Stelle, wo ich das Gladius weggenommen habe, lege ich einfach meine alten Hosen rein. Oh, da kommen wieder welche. Eine ganze Meute Sklavenhändler. So, ihr gebt bitte den Geist langsam auf. So. Mhm. Dolch und saugeile Stiefel. Die gebe ich aber eher Serikal.
Wobei, was für welche hat sie? Stufe 3 Stiefel. Ja. Die bringen Serika nicht so viel. Okay, da unten ist auch noch was, deswegen hüpfe ich mal hier runter. Ernsthaft? Also ja, hier hoch. Geht's dahin? Also wir mussten da runterhüpfen. Mit euch habe ich also mal gar nicht erwartet. Muss ich ehrlich sagen. Ihr seid doch ein alter Hut von vor 3 Leveln. Das ist aber nicht, dass ihr nicht zuschlagen könnt. Taugen nicht wirklich was. Dafür nehme ich gern die mit. Interessant. Ganz ehrlich, ich finde das interessant, dass hier auf einmal wieder Skelette rumwuseln. Armbrust. Das ist auch so eine Sache. Wir haben bis jetzt noch kaum Fernkampfwaffen gefunden. Du bist keiner. Dieser Secret-Schalter. Okay. Noch so ein Übungsgladius ist gesehen. Also irgendwas muss es mit den Dingern auf sich haben. Ich wette, die brauchen wir nachher, um sie in irgendeine Wandhalterung zu packen. Level 7 sind wir gerade. Okay, damit sind wir auch einmal hier rum. Das bringt uns nur nach hier. Da hinten waren wir. Da war das eine Secret und die versteckte Wand. Da ging es runter. Ich würde sagen, den großen Durchgang nehmen wir als letztes. Also den 2 Felder breiten. War klar, dass da wieder einer ist. Finde ich interessant, dass er über einer Grube steht. Sonst nichts, was uns was Böses will. Okay.
Das ist jetzt gerade übertrieben gewesen. Dumm, dumm, dumm. Das hängt deine Rüstung, gell? Ja. Bei so Single-Tages sollte ich gucken, dass ich das immer oben halte. Und das war der. Hat einen Ring hinterlassen. Naja gut, den können wir mal einstecken. Ja, das genau meinte ich. Auch ein Übungsgladius. Ansonsten ist hier jedoch nichts.